die so competitive was drauf haben könnten. Ich sage für jedes Pflanzbogen im Spiel 30 Schadenspunkte zu. Cool. Das aktive Pokémon des Gegners ist jetzt verbrannt. Während des nächsten Zuges deines Gegners kann sich jedes Pokémon nicht zurückziehen. Lege eine zufällige Karte aus deiner Hand deines Gegners auf seinen Ablagestab. Lege die oberste Karte vom Deck deines Gegners auf seinen. Ja, das ist halt nice für Mill, ne? Gibt einen Charizard-Konter. Echt. Wenn du diese Pokémon während deines Zuges aus deiner Hand auf deine Bank spielst, kannst du es gegen dein aktives Pokémon austauschen. Wenn du das machst, kannst du beliebig viele Energien von deinen anderen Pokémon auf dieses Pokémon verschieben. Das Ding ist übrigens ganz easy. Okay. Das klingt interesting. Eisenblatt. Das ist ein Counter gegen Eisen. Warte, was? Aus der Hand Wanted KO gegen Charizard wegen Schwäche. Hat der eine Grip? Der hat doch keine Pflanzenschwäche, oder? Charizard. Der ist doch Dark. Doch, weil Dark. Ah, ist wegen Käfer oder was? Oh, das ist funny. Käfer gleich Pflanze. Ja, ja, ja. Okay, das ist actually funny. Das ist funny. Du kannst die Kosten, genau das habe ich gesehen, die Kosten der von diesem Pokémon eingesetzten Attacken verringern sich für jedes Pokémon auf der Bank deines Gegners um ein. Das finde ich ist eine sehr coole Karte. Hallo Manu, was geht? Ich glaube, die wird nicht strong, aber die klingt cool. Die klingt sehr cool. Sieht gut aus, wird aber Trash Talk. Okay, dann bin ich gespannt. Das wollen wir in Can't Use. Okay, finde ich strong eigentlich. Es gibt da. Gibt es guten Fire-Support aktuell in die Richtung, damit man Gaucho Fire schnell Support bekommt? Weil das klingt ja fast so ein bisschen wie Miraidon in cooler, oder nicht? Also, das wirst du ja wahrscheinlich. Das wirst du ja in der Theorie wie Miraidon zocken können. Bloß, dass der halt von Typ Feuer ist. Run Price der Vergangenheit Core. Klingt ganz geil eigentlich, oder? Kann man, glaube ich, machen. Boah, ich liebe diese Artwork, ne? Also hier Kanemani, Tyrakrok und Impergator. Die sehen richtig sick aus. Mit Roaring Moon. Okay, dann bin ich gespannt. Ups, was haben wir hier? Schaden durch von diesem Pokémon eingesetzte Attacken wird durch Effekt auf dem aktiven Pokémon eines Gegners nicht verändert. Mhm. Das aktive Pokémon eines Gegners von einem speziellen Zustand betroffen ist, fügt diese Attacke 102 Schadenspunkte mehr zu. Ja, ist okay. Ist okay. Die Karte ist sehr sweet. Dann haben wir Schlickdri EX. This card up to 3 energy cards from your hand. This attack does 60 damage to one of your opponent's Pokémon for each energy card you discard in this way. Bring your opponent's next turn to defending Pokémon Country Tree. Kann mit Champao auch nicht schlecht sein, oder? Mit Champao-Effekt. Kann man den bestimmt auch mal zocken, oder? Ich meine, ich finde sowieso Terra-Karten finde ich unendlich geil. Sei ich ganz ehrlich. Zerstörungsdruck. Zeig deinem Gegner die obersten Karten deines Decks. Diese Attacke fügt für jede Zukunftskarte, die du dort findest, 70 Schadenspunkte zu. Lege anschließend jene Zukunftskarte auf deinen Ablagestapel und mische die anderen Karten zurück in dein Deck. Das klingt actually wild, oder? Hä? Klingt es nicht überwild? Zerstörungsdruck habe ich auch immer im Klo. Ja, sehe ich. Ah, oh, wie süß. Süß. Was haben wir hier? Heile 100 Schadenspunkte bei einem Pokémon aus der Vergangenheit aus deiner Bank. Ach, ist okay. Reizer Leverkusen Crank.
As long as this Pokémon is in the active spot, your opponent's active Pokémon has no abilities except of Midnight Fluttering. Okay. Put 2 damage counters on your opponent's bench Pokémon in any way you like. You are klingt interesting. Nicht broken, aber interesting. Sind es verschiedene? Ich habe Gemini Laser gelesen. Dieser Attack fügt auch ein Pokémon auf der Bank deines Gegners 2 Schadenspunkte zu. Während deines nächsten Zuges kann dieses Pokémon seinen Klingen nicht einsetzen. Okay. Schau dir was in 4 Karten deines Decks an und lege sie in beliebiger Reihenfolge zurück in dein Deck. Wenn du eine Zukunftsunterstützerkarte während dieses Zuges aus deiner Hand gespielt hast, fügt dieser Attack. Oh, okay, das klingt auch wild. Was kann Iron Crown? Attacken, die von deinen Pokémon aus der Zukunft außer Eisen auf die Ex eingesetzt werden, fügen dem aktiven Pokémon deines Gegners 20 Schadenspunkte mehr zu. Diese Attacke fügt 2 Pokémon deines Gegners 50 Schadenspunkte zu. Der Schaden dieser Attacke wird durch. Okay, könnte. Kann man das stacken? Wenn ich 5. Okay, 4. Wenn ich 4 Iron Crowns. Wenn ich 4 Iron Crowns auf der Bank liegen hätte, in der Theorie, würden die 80 Schaden extra machen? Also ich weiß nicht, wie smart das wäre, aber ja. Hier ist ein Entwickel-Pokémon, kann die Attacken seiner vorangegangenen Entwicklung einsetzen. Okay, klingt funny. Ja. Okay, klingt interesting. Echt guten Support, ne? Mit dem Pokémon an der Bank mindestens 1 Schadenspunkt für diese Attacke, 80 Schadenspunkte. Okay, kann man gut kombinieren mit ein paar Karten. Die Top-Karte auf your opponent's deck. Okay, na gut. Wenn du 3 oder mehr Energien im Spiel hast, für diese Attacke 70 Schadenspunkte mehr zu. Okay. Wenn diesem Gegner während des nächsten Zuges deines Gegners durch Attacke Schaden zugefügt wird, lege 8 Schadensmarken auf das angreifende Pokémon. Mhm. Lege 2 Energien von diesem Pokémon auf deinen Ablagestapel. Ja, die klingt ein bisschen arsch, die Karte. Das kann Gengar. Lege jedes Mal, wenn dein Gengar eine Energiekarte aus seiner Hand an einen deiner Pokémon anlegt, 2 Schadens-Pokémon auf jenes Pokémon. Du kannst eine Energie vom aktiven Pokémon deines Gegners auf einen Pokémon auf seiner Bank verschieben. Hm. Das Artwork sieht sick aus. Ach, Gegner. Ich habe Gengar gesagt, ne? Verändere allen Schaden, der diesem Pokémon durch Attacken vom Basis-Pokémon EX deines Gegners zugefügt wird. Strong. Diese Attacke fügt auch einem Pokémon auf der Bank deines Gegners 3 Schadenspunkte zu. Finde ich nicht schlecht. Free Giraffe. Finde ich nicht schlecht. Sag ich ganz ehrlich, dieser Attacke fügt für jede Vergangenheitskarte in deinem Ablagestapel 10 Schadenspunkte mehr zu. Klingt auch geil. Oh, neue Maui-Karte. Die Meta hat eine Pre-Release-Karte, ne? Einmal während deines Zuges kannst du dir die obersten 4 Karten deines Decks anschauen. Beliebig viele Basis-Strahlenergiekarten, die du dort findest, beliebig an deine Pokémon anlegen. Mische die anderen Karten und lege sie unter dein Deck. Klingt geil, ne? Chillabell ist krass. Kommen wir gleich erst hin, ne? Ja. Aber Metan klingt geil. Kann man Metagross auch setupen im Fall der Fälle? Kannst Melmetal setupen? Solange eine Energiekapsel aus der Zukunft diesem Pokémon angelegt ist, ist von Typ Kampf und Stahl. Schiebe eine Energie von diesem Pokémon auf einen Pokémon auf seine Bank. Okay. Diese Attacke führt für jedes seiner Pokémon aus der Vergangenheit im Spiel 30 Schadenspunkte zu. Schaden dieser Attacke wird durch Effekte. Okay. Die Attacke fügt für jede Schadensmarke auf diesem Pokémon 10 Schadenspunkte mehr zu. Diese Pokémon fügt sich selbst 60 Schadenspunkte zu. Okay. So, dein Deck bis zu 2 Basis-Energiekarten und lege sie beliebig an deinen Pokémon aus der Zukunft an. Mische anschließend dein Deck. Ich finde, das Artwork sieht so sick aus. Wenn nach dem aktiven Pokémon deines Gegners mindestens eine Schadensmarke liegt, für diese Attacke 100 Schadenspunkte mehr zu. Wenn er als nächstes kann er. Okay. Jetzt haben wir hier Raging Bolt. Lege deine Handkarten auf deinen Ablagestapel und ziehe 6 Karten. Du kannst beliebig viele Basisenergien von deinem Pokémon auf deinen Ablagestapel legen. Diese Attacke fügt für jede auf diese Weise abgelegte Karte 7 Schadenspunkte zu. Okay, I guess. Kann man, glaube ich, machen. Runaway Draw. Once in your turn, you may draw 3 cards if you drew any cards in this way. Shuffle this Pokémon and all attached cards into your deck. Ja, ich glaube, der ist es nicht. Ich glaube, da spielt man eher Bidifas. Oh, rotiert Bidifas raus? Ja, sehe ich es kommen. Sehe ich. Einmal während eines Zuges. Wenn dieses Pokémon 30 oder weniger von meiner KP hat, kannst du dein Deck nach einem Fassstop oder Fassstop EX durchsuchen und es auf diese Dose überlegen. Gibt es Fassersnob EX überhaupt?
Oder ist es irgendwie so Foreshadowing, dass Fassa Snob EX noch kommt? Es existiert noch kein Fassa Snob EX, oder? Glaube ich zumindest. So, Chiller Bell. Dieser Attacke fügt für jedes an diese Pokémon angelegte Spezialenergie 70 Schadenspunkte zu. Okay, ja. Sehe ich. Oder einfach für potenzielles Fassa Snob EX. Sicher ist sicher. Ich meine, in der Theorie, Fassa Snob TCG, es existierte noch nie ein Fassa Snob EX. Ich dachte halt so für Expanded-Format. Aber ja, sehe ich. Was haben wir hier? Wenn dieses Pokémon in der aktiven Position ist und durch eine Attacke vom Pokémon deines Gegners Schaden erhält, legt 3 Schadensmarken auf das angreifende Pokémon. Energiekapsel aus der Vergangenheit. Das Pokémon aus der Vergangenheit, das diese Karte angelegt ist, erhält plus 60 KP, erholt sich von allen speziellen Zuständen und kann von seinen keinem speziellen Zuständen getroffen werden. Junge, wie krank die Paradox-Karten supporten. Draw a card for each of your ancient Pokémon in play. Auch nicht schlecht. Ja, allen Schaden bei einem Pokémon, das 30 oder weniger verbleibende KP hat. Ja, auch super. Du bist in deinem Deck noch bis zu 2 Itemkarten, zeige sie deinem Gegner und nimm sie auf deine Hand. Schaden schießt dein Deck. Zug endet. Oh. Finde ich nicht schlecht. Dicke Freunde Knurs. Durch so dein Deck noch bis zu 2 Basis-Pokémon mit 70 oder weniger KP und lege sie auf deine Bank. Ja, super. Wieso dein Deck nach 2 Karten mische dein Deck und lege jene Karte anschließend beliebige Reihenfolge auf dein Deck. Auch nicht schlecht. Dein Gegner zeigt dir seine Handkarten und du legst bis zu 2 Karten, die du findest auf seinen Ablagestapel. Ja, für den Supporter. Stell die obersten 6 Karten deines Decks an und nimm 2 von ihnen auf deine Hand. Lege die anderen Karten auf deinen Ablagestapel. Boah. Stahl-Pokémon werden durch Attacken von Pokémon des Gegners 3 Schadenspunkte weniger zugefügt. Ist strong. Ich glaube, Stahldeck ist allgemein auch mit Metang jetzt richtig gut supported. Und das Labor kann man auch richtig gut drin zocken. Das Pokémon aus der Zukunft nennt, dass diese keine Rückzugskosten und die Attacken, die es einsetzt, für den aktiven Pokémon, es geht erst 2 Schadenspunkte mehr zu. Kann es sein, dass du Zukunfts-Pokémon gerade mit den Energiekapseln und Iron Crown irgendwie überbroken machen kannst, dass sie unendlich viel Damage machen? Ich feiere das ultra krass. Der Spieler legt so lange Karten von seiner Hand auf seinen Ablagestapel, bis er 5 Karten auf seiner Hand hat. Dein Gegner legt als erster ab. Wenn ein Spieler 5 oder weniger Karten auf seiner Hand hat, legt er keine Karten ab. Der Spieler legt so lange Karten von seiner Hand auf seinen Ablagestapel, bis er 5 Karten auf seiner Hand hat. Er legt als erster ab. Okay, interesting. Wenn das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, überbroken nicht, eher so mit Deck, aber in der Zukunft maybe. Also ich finde, es klingt halt cool. Per se, es klingt cool. Wenn das Pokémon, das diese Karte angelegt ist, Rückzugskosten von genau 4 hat, in der aktiven Position ist und durch Schaden einer Attacke vom Pokémon eines Gegners kampfunfähig wird, verschiebe bis zu 3 Basisenergien von dem Pokémon beliebig auf die Pokémon auf deine Bank. 4 Rückzugskosten. Wie viel am Metagross? 3. Aber Melmetal hat 4. Interesting. Pokémon des Card Attached to gets plus 100 HP. Aber die darf man nur einmalig spielen, ne? Darfst nur eine Ace-Back-Karte spielen. Aber klingt geil. Wieso dein Deck nach einem Pokémon, zeig es deinem Gegner und nimmst auf deine Hand. Mich anschließt dein Deck. Auch strong. Iron Hands EX hat 4 und ist gut. Ja, big. Die eingesetzten Attacken von dem Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, fügen den aktiven Pokémon EX, dann geht das 5 Schadenspunkte mehr zu. Auch nicht schlecht. You can use this card only if you discard. Ja, okay, die habe ich ja vorgestellt. Die kenne ich schon, die Karte. Discard another card from your hand. Draw a card for each of your opponent's bench Pokémon. Fertiger Dschungel. Lege beim Pokémon-Check 2 Schadensmarken mehr auf jedes vergiftete Pokémon. Okay. Switch in one of your opponent's bench Pokémon to the active spot. If you do, switch your active Pokémon with one of your bench Pokémon. Ist es Fluchtseil? Ist es nicht einfach Fluchtseil? Die Karte kommt in 90% der Decks. Ne, das ist Guzma. Ah, bei Fluchtseil darf der Gegner. Ah, ja, stimmt. Bei Fluchtseil darf der Gegner aussuchen, ne? Hier darfst du aussuchen. Oh, Guzma war geil. Save, MP, save, save. Guzma war wirklich geil.
Attack a basic energy card from your discard pile to each of your future Pokémon. Okay. Boss Order, ja, ja. Mein Race Ball, was geht? Größtes Kosten des Pokémon, das diese Karte angelegt ist, verringert sich um 1. Wenn jedes Pokémon 30 oder weniger verbleibende KP hat, hat es keine Rüstungskosten. Du suchst dein Deck nach einer Karte, die keine Fähigkeiten hat, und sich aus einer deiner Pokémon entwickelt und lege sie auf jenes Pokémon, um es zu entwickeln. Mische anschließend dein Deck. Du kannst diese Karte für ein Pokémon einsetzen, das du bei der Spielvorbereitung gelegt hast, oder für ein Pokémon, das während dieses Zuges ins Spiel kommt. Das klingt nicht schlecht. Das klingt wirklich nicht schlecht. Wenn diese Karte an einen Pokémon angelegt ist, liefert sie eine Energie für alle Effekte, der vom Pokémon eines Gegners eingesetzt und Attacken, die dem Pokémon zugefügt werden, an dass diese Karte angelegt ist. Okay. Solange diese Karte an den Pokémon angelegt ist, liefert es eine Energie. Wenn diese Karte an einen Phase 2 Pokémon angelegt ist, liefert diese Karte jeden Energietyp, aber nur zwei Energien. Aber immer nur zwei Energien. Okay. Boah, die Shift-Tree-Karte, die geisteskrank aus, ne? Das ist crazy. Die Seso-Kids-Karte auch. Haben die Alter-Karten nicht? Ansonsten. Alles Secret-Karten ansehen. Doch, das wollte ich. Hier wollte ich hin. Und zwar ist es mein Ziel, ich möchte wirklich. Kuss geht raus, by the way, an Knoche, dass er mir die Karte hier aus Japan mitgebracht hat. Die sieht so cool aus. Wirklich mein einziges Ziel, was ich unbedingt machen möchte, ich möchte diese Karte ziehen. Ihr müsst euch vorstellen, Chat. Ihr müsst euch vorstellen. Ich bin der Erste gewesen, abgesehen jetzt von den Leuten von der Pokémon Company und so weiter, der diese Karte vorstellen durfte. Checkt ihr das, Chat? Ich durfte diese Karte vorstellen. Das hat für mich übelst die Bedeutung. Jetzt abgesehen von den Leuten von der Pokémon Company und so weiter, ich musste sogar ein Embargo unterschreiben, damit ich die vorstellen durfte. Das ist übercool. Ich muss diese Karte haben. Das ist wichtig. Dann pull jetzt. Das Set ist ja nicht mal draußen. Die Riova ist auch so insane, ne? Die ist krank. Und hier Jens Aldart auch übersick. Salvatore. Ich finde, die so, sieht so wild aus, diese Karte. Irgendwie feiere ich die aber auch. Da sind so viele Easter Eggs drin bei der Karte. Das finde ich cool. Die ganzen Goldkarten hier. Ja, wird ein geiles Set. Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht so geisteskrank reingehen, aber wird ein geiles Set. Die hier ist halt insane, ne? Ich glaube, die finde ich auch insane. Aber Altart sowieso immer insane. Ich glaube, die wird auch krass, weil ich glaube... Also, ich sag ganz ehrlich. Ich glaube, das hier wird die spielstärkste Karte aus dem Set. Oder liege ich da falsch? Das ist so meine Einschätzung. Meine Laien-Einschätzung. Dass das von allen mit die krasseste Karte ist. Ist jetzt mein Call. Ich glaube, Feuer hat, ja, Fireboy, da gehen wir rein. Kommst auch mit in NRW, wenn wir auf Pre-Releases gehen. Ich nehme dich mit ins Gepäck. Ja, aber allgemein, die Altarts sind übersick, ne? Die Fohlen sind sehr geil. Aber ist geil. Wie kommst du drauf? This Pokémon can't use Blaze Blitz again and, until it leaves the active spot. Das ist halt, Blaze Blitz hat halt 260. Miraidon EX spielen immer noch so viele Leute. Und die Karte macht nur 220. Das ist halt quasi einfach Miraidons Attack mit 40 Damage mehr. Es hat halt, Feuer hat halt nicht so viel Support wie Elektro. Es gibt halt keinen elektrischen Generator in Feuer. Aber wenn das genug, es hat sogar noch 10 KP mehr als Miraidon. Also wenn das mehr Support bekommt, glaube ich, kann das hier wirklich die krankeste Karte sein. Es ist halt wirklich einfach Miraidon im Besser. Bloß, dass halt Elektro mehr Dings bekommt. Ja, dann EX, aber eher wegen Ability. Safe, die Ability ist natürlich auch insane, hundertprozentig. Das gute Stadium. Ja, genau. Ich kann mir aber echt vorstellen, dass er trotzdem echt krank wird. Wirklich krank wird. Miraidon hat auch nur einen Rückzug, ne? Ja, sehe ich. Aber ich glaube trotzdem, dass die Karte big wird. Naja, Lud, ich habe noch andere Sachen gemacht. Wir müssen noch andere Erledigungen machen.
Und wir haben noch gekocht und so. Ich habe einfach nur, ich wollte nur keinen Roman in den Titel schreiben, deswegen habe ich einfach nur Einkaufen reingeschrieben. Hier wird wichtig, wenn Vulpix mehr gespielt wird. Sehe ich. Also, ich bin sehr gespannt. Ich finde, der sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ich finde auf jeden Fall, der sieht sehr cool aus. Und ich freue mich auf das Set. Wie gesagt, ich werde da nicht so reingehen, krass reingehen wie bei den Fates. Aber, ja. Hier bist du zwei Steinergien von diesem Pokémon auf deinen Ablage gestapelt. Diese Attacke fängt für jede auf diese Weise abgelegte Karte 120 Schadenspunkte zu. Ist auch strong, oder? Mit Metank zusammen. Sherox. Wenn ich nichts zu sagen sehe, wenn diesen Pokémon durch Attacke verliert. Ja, okay. Wie heißt das Set? Gewalten der Zeit? Gewalten der Zeit müsste es sein. Ja, Gewalten der Zeit. Das ist das neue Set, was wir jetzt am 22. März kommt das raus.